Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Wassermann. Sandra Wassermann von den Freiheitlichen ist am Wort. Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus. Österreich hat sich in den vergangenen Jahren und Monaten sehr positiv weiterentwickelt. Wir haben uns als Land mit besonderer Lebensqualität und internationalem Auftritt etabliert. Auch deshalb, weil die Bundesregierung digitale Maßnahmen gesetzt hat, die innovativ, mutig und fortschrittlich sind. Liebe Neos, beim Studium Ihrer Presseaussendungen und Social-Media-Accounts ist mir aber aufgefallen, dass Sie beinahe hellseherische Fähigkeiten entwickeln. Sie sagen, was nicht alles eintreten wird und wie schauderbar die mögliche Zukunft, die uns bevorsteht, sein wird. Was mir allerdings fehlt, ist Ihre konstruktive Mitarbeit und Ihre Ideen. Und sehr geehrte Frau Gammon, die Bürgerinnen und Bürger erwarten sich auch von Ihnen, dass Sie lösungsorientiert sich in den parlamentarischen Prozess einbringen und nicht nur mit einem Fuß bereits im EU-Wahlkampf sich befinden. Auf der einen Seite machen Sie sich stark gegen Hass im Netz, aber auf der anderen Seite haben Sie selbst Social-Media-Postings und Presseaussendungen, die vor kritischen Seitenhieben mit viel verstecktem Aggressionspotenzial nur so strotzen oder sollte ich besser sagen, nur so strolzen. Und dazu fällt mir auch ein Sprichwort ein, Wasser predigen und Wein trinken. Diese Doppelbödigkeit versteht in ganz Österreich einfach kein Bürger mehr. Und genau aus diesem Grund haben wir auch diesen Gesetzesentwurf von Bundesminister Blümel, der derzeit in Begutachtung steht. Und wir werden uns gemeinsam mit unserem Koalitionspartner darüber beschäftigen und damit befassen. Ja, die Regierung hat digitale Kompetenzen im Internet, wenn es darum geht, sich bei Hass im Netz stark zu machen und einzugreifen. Viele von uns selbst waren schon Opfer von Hass im Netz. Und das betrifft alle Altersschichten und Generationen, vor allem aber auch die Eltern, die ihre Kinder vor Cybermobbing schützen müssen. Und auch die aktuelle Kriminalstatistik zeigt, dass Cybercrime immer mehr zunimmt und dass sich auch die Polizei immer größeren Herausforderungen in diesem Bereich stellen muss. Hauptgrund für das enthemmte Agieren im Netz ist aber nicht nur die Anonymität, sondern auch die Verrohung der Sprache. Und da erinnere ich mich ganz gut an einen Sager aus der linken Seite seitens der SPÖ-Bürgermeisterin in Kärnten, die einer Kollegin den Tod in der Äthiopian Air gewünscht hat. Sie hat das umschrieben und es war schauderbar. Und ich muss eins schon sagen, diese Aussage, diese Verrohung der Sprache ist für uns auf das Schärfste zurückzuweisen. Frau Randy Wagner bleibt hier leider konsequenzenlos. Ein weiteres Beispiel, auch seitens der Abgeordneten der SPÖ, da gibt es jemanden, der Beschimpfungen und Hasspostings seitens Unternehmen tagelang auf der eigenen Facebook-Seite stehen lässt. Und Frau Randy Wagner bleibt auch hier konsequenzenlos. Und wenn ich mir den Personalvertreter und Funktionär der SPÖ in Kärnten anschaue, der unseren Bundeskanzler auf das Wüsteste beschimpft hat, dann muss ich wieder nur eines sagen, Frau Randy Wagner bleibt auch hier konsequenzenlos. Und ich frage mich persönlich, wie ernst nimmt eigentlich die SPÖ ihren eigenen Wertekatalog? Und was noch vielleicht hinzukommt, dass momentan ja ohnehin bei der SPÖ, bei der linken Seite, alle Hemmungen vor dem EU-Wahlkampf komplett fallen. Ja, Hasskommentare, sehr geehrte Damen und Herren, sind leider der Alltag im Netz. Das muss sich aber ändern durch Gesetze, indem wir alle vorm Kommentieren durchatmen und durch digitale Zivilcourage. Ja, die Regierung hat Kompetenzen im Internet, wenn es darum geht, den Bürgern die Amtswege zu erleichtern. Es werden neue Prozesse definiert, Schnittstellen geschaffen. Es geht darum, 800.000 Österreicher melden ihren Wohnsitz an und um. Es geht darum, wenn wir für die Europawahl eine Wahlkarte beantragen können, eine Ansuchen über eine Gemeindewohnung stellen wollen, auch unseren Hund anmelden. Das funktioniert alles digital, auch die Strafregisterbescheinigung. Das sind alle Innovationen, die die Bundesregierung möglich macht. Und die Regierung hat digitale Kompetenzen, wenn es darum geht, rasche und sichere Datenübertragungen als entscheidenden Standortfaktor für betriebliche Ansiedelungen sicherzustellen. Und auch hier möchte ich
auf Kärnten verweisen, auf die 5G-Pioniergemeinde auf Villach in Kärnten, wo wir mit starken Partnern gemeinsam mit Infineon und der Bundesregierung 1,6 Milliarden Euro und 400 neue Arbeitsplätze schaffen im Digitalisierungsbereich. Trotz der schwierigen topografischen Lage ist Österreich gemeinsam mit Infrastrukturminister Norbert Hofer bei der Einführung neuer Technologien bereits auf der Überholspur. Und ich komme nun zum Schluss. Wir sind uns sehr wohl auch der wachsenden Verantwortung bewusst und begleiten einige dieser Prozesse auch wissenschaftlich, wenn es um die genützte elektromagnetische Hochfrequenzstrahlung und um unsere Gesundheit, um unsere Jugend und um unsere Zukunft geht. Auf die Freiheitliche Sandra Wassermann.